Hallo Leute, wollt ihr wissen, was hier los ist? Dann hört euch mal die Geschichte von Rayman an. In Raymans Welt leben die Menschen im friedlichen Einklang mit der Natur. Das große Proton sorgt für Harmonie und Ausgewogenheit. Tut mir leid, Leute, damit ist es wohl vorbei. Denn eines finsteren Tages raubt der elende Mr. Dark das große Proton und besiegt die Tebetiller, als diese es beschützen will. Die Elektrons, die normalerweise um das Proton kreisten, verlieren ihre natürliche Stabilität und werden in alle Winde zerstreut. Ganz schön lästig, hm? So halt durcheinander. In dieser aus den Fugen geratenen Welt passieren nun seltsame Dinge. Monster und feindliche Wesen tauchen auf und fangen alle Elektrons, die sie finden. Meint ihr nicht auch, dass nur noch ein Held sie jetzt retten kann? Rayman, zu Hilfe! No problem. Befrei die Elektrons, Rayman, und entreiß das große Proton den Klauen seines geheimnisvollen Entführers. Aber ob die Bösewichter das so einfach hinnehmen werden? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rayman 1995 von Ubisoft entwickelt und der Startschuss für die Rayman-Reihe gewesen. Damals auf dem PlayStation 1 System. Das Spiel kam aber auch für den PC raus, weil es mich nicht alles täuscht. Es kam relativ oft raus. Also es gab auch irgendwann mal eine Game Boy Advance-Version und eine Nintendo DSi-Version irgendwie. Also das Spiel gab es ständig. Entschuldigung für den Huster. In verschiedenen Formen und alles hast du nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich mal aufgenommen, das Spiel. Aber dann habe ich die Aufnahme leider verkackt. Ja, war nicht so geil. Deswegen spielen wir es jetzt halt nochmal neu. Wir tun den einfach mal löschen. Wollen Sie wirklich dieses Spiel löschen? Ja, komm, dann ist es aus dem Weg. Dann muss ich diese Schmach nicht sehen. So, wie nennen wir uns denn? Ich würde sagen, so und noch ein P. Wo ist das P? Wo ist das P? Da. So ist okay. Okay, ich werde gleich was zu dem Spiel sagen, sobald wir uns drinnen befinden. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Memory Card. Das war für damals selten, dass es ging. Wir können Mono Stereo einstellen. Ich glaube, Stereo ist allen viel angenehmer. Okay, wir haben die Story schon gehört. Rayman muss das große Proton von diesem Kerl hier retten. Von Mr. Dark. Denn der hat es geklaut und dadurch ist die Harmonie in der Welt zerstört. Das ist natürlich nicht so geil. Und jetzt kommen wir als Rayman, als Held der Welt und beginnen erstmal im Wald der Träume. Unser Abenteuer. Okay. So, und da sind wir auch schon. Hallöchen. Genau, erstmal die Zunge rausstrecken. Gute Idee. Rayman. Ich glaube, viele kennen Rayman, gerade durch so Spiele wie Rayman Legends oder Rayman Origins, wo er ja auch ein 2D-Sidescroller war. Aber seine ursprünglichen Wurzeln hat Rayman tatsächlich in diesem Spiel gehabt und es ist cool, es macht sehr viel Spaß. Ich habe meine Kindheit damit auch ebenfalls verbracht. Aber ab gewissen Levelabschnitten werde ich ziemlich failen. Das sage ich schon mal im Voraus. Was kann der gute Rayman? Mit der X-Taste können wir springen. Mit links und rechts können wir unseren Helden steuern. Mit der Kreistaste kann er ja die Zunge rausstrecken.
Und das war es eigentlich schon. Doch mit L1 und R1 können wir dann noch kriechen. Wenn wir die Untentaste gedrückt halten, bleibt er stehen. Wenn wir die L1-Taste drücken, dann kann er in die Richtung kriechen und mit der R1-Taste in die andere Richtung. Geht auch mit L2 und R2. Das war's eigentlich. Mehr können wir eigentlich nicht. Okay. Wir laufen einfach mal los. Klettern kann unser Held natürlich auch noch. Wir sehen oben links unsere Leben. Wir haben aktuell 3 Leben. Und wir haben 3 Hitpoints. Das bedeutet, nach 3 Hitpoints verlieren wir ein Leben. Apropos Leben. Da haben wir nochmal eins. Und jetzt haben wir sogar 5 Hitpoints. Wow, geil. Okay, und rechts sehen wir diese blauen Tins, heißen sie, glaube ich. Diese Kugeln, wo wir einsammeln. Für 100 Stück steigen, kriegen wir ein Leben. Das ist doch schön. Und das hier ist das Endschild vom Level. Das bedeutet, wir haben den Level abgeschlossen und kommen in den nächsten Bereich des Levels. So, und jetzt geht das Ganze erst richtig los. Das Spiel ist eigentlich richtig cool. Macht auch mega viel Spaß. Und ja, Rayman 2 ist natürlich eine ganz andere Strecke eingegangen. Da war es dann sofort ein 3D-Adventure, was halt wirklich mega geil ankam. Aber dazu später, wenn wir Rayman 2 spielen. Jetzt spielen wir aktuell Rayman 1 und mit dem möchte ich mich nicht anlegen. So. Es kommt ein bisschen ruckelig rüber. Ich weiß, es liegt einfach daran, ich muss das aktuell über die PlayStation 3 aufnehmen. Weil alle anderen Methoden einfach nicht wollten. Anders kann man es eigentlich nicht nennen. So, wir können uns aktuell nicht zur Wehr setzen gegen diese Gegner, deswegen müssen wir den einfach aktuell ausweichen. Und das hier, das werden wir noch lieben lernen, das hier ist ein Speicherpunkt. Wenn wir hier uns zur Pose stellen und fotografiert werden, dann haben wir hier einen Checkpoint und wenn wir sterben, landen wir hier wieder und können neu starten. Oha, was bist du denn für eine Geselle? Gegen den können wir tatsächlich was tun. Pass mal auf. Ich habe keine Ahnung warum, aber es funktioniert super. Okay, da oben ist eine Kiste. Eigentlich müssten wir die retten, aber wir können sie leider noch nicht öffnen. Die Kiste, oh Mann, das tut mir richtig leid. Wir müssen einfach mal weiter. Da unten sind auch welche. Och nö. Ist natürlich doof. Wir brauchen irgendwie etwas, um uns zur Wehr zu setzen, weil so kriegen wir natürlich nichts hin. Da ist Bettilla die Fee, die versucht hat, Mr. Dark aufzuhalten und leider daran gescheitert ist. Hallo Rayman, ich bin Bettilla die Fee. Ich werde dir bei deiner Suche helfen. Durch mich kannst du neue Fähigkeiten erhalten. Du kannst mit deiner Faust zuschlagen. Viel Glück! Zum Zuschlagen Viereck-Taste drücken. Je länger die Taste gedrückt wird, umso weiter geht die Faust. Okay, jetzt haben wir endlich unsere Waffe, unsere Faust. Und je länger wir die Taste gedrückt halten, desto weiter fliegt sie. Sehr schön. Und immer wenn wir Bettilla treffen, bekommen wir eine neue Fähigkeit dazu und werden dadurch natürlich stärker und besser. Okay, jetzt haben wir unsere Faust. Das Hauptding, was wir brauchen, um eigentlich Rayman zu sein, diese... Ja, gut. Wir haben einen Körper, aber wir haben halt keinen Hals, keine Arme, keine Beine. Geht auch so, gell? Also sowas wird überbewertet heutzutage. So, damit haben wir den ersten Käfig geöffnet in dieser Welt. Oder in diesem Level. Oder allgemein den ersten Käfig. Insgesamt gibt es davon, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, halt dieses ganze Roster. Und jetzt sind sie alle glücklich. Beziehungsweise, der da schläft. Dann lassen wir ihn doch einfach mal schlafen. Ist doch alles okay. So, wir nehmen einfach mal diese Pflaume. So, wir können sie als Plattform benutzen. Wir können sie auch rumboxen. Wir können sie... Ja, dafür können wir sie zum Beispiel benutzen. Dann kommen wir hier hoch. Dadurch haben wir jetzt die... Dadurch ist jetzt unsere Faust schneller auf dem Maximum, dass wir sie weiter schießen können. Relativ praktisch. Und diese goldene Faust hätte ich auch gerne. Weil die macht unsere Faust stärker und mit beiden Items ist das halt echt eine geile Faust. So, jetzt machen wir doppelt so viel Schaden.
Und unsere Faust fliegt auch noch relativ weit durch dieses S. Können wir noch eins einsammeln? Jawohl. So, Piranhas, okay. Es ist viel los hier in diesem Wald. Wie man merkt. So, das nehmen wir mit. Noch ein Leben, wunderbar. Leben werden wir brauchen in diesem Spiel. So, und jetzt können wir Käfige mit einem Schlag sogar öffnen. Durch die Goldfaust. Okay, da kommen wir aktuell noch nicht hin. Den nehmen wir noch mit. So. Gucken wir mal. Oh. Aha. So, so. Hilfe! Noch mehr Feinde. Der duckt sich sogar, aber wir haben ihn trotzdem erwischt. So. Da kriegt man nochmal sowas. Mit Pflaume wäre jetzt gar nicht so ungeil, weil dann könnte man nämlich das Leben da noch abholen. Ah, da ist sie. So, die Kleinen kriegen das Ding nicht auf den Kopf. Das ist kein Problem. Nur die Großen kriegen das halt auf den Dez. Und noch ein Leben. Das läuft ja super. Hallo. Tschüss. Und die Gegner spawnen halt wieder nachmal, wenn wir uns aus dem Bildschirm bewegen. Und der Typ, der wird uns noch richtig... Der wird mir noch richtig unsympathisch. Glaubt mir. Im Gegensatz zu diesen Wesen, die nur in dieser Welt vorkommen, im Wald der Träume, wird er überall auftauchen. Und uns einfach das Leben zur Hölle machen. Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo er nicht mehr auftaucht? Ich weiß es nicht. So, perfekt. Das P könnten wir jetzt auch nochmal einsammeln. Bringt uns leider nichts mehr, weil wir haben schon das Maximum an Hitpoints. Nämlich 5 Stück. Wow. Was soll das? Was haben wir dem getan, dass der so komische Waffen nach uns schießt? Manu. So. Noch ein Leben. Und ein Hinterhalt. Aber das haben wir souverän gemeistert. So. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, war da unten... Ne, da war nur der Hut. Der Hut, den machen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten gibt es pro Level. Und das Wichtige ist, ich werde mich dafür hassen, wir müssen alle Käfige öffnen, um in den letzten Level letztlich zu kommen. Das wird nicht so einfach. Okay, da oben könnten wir jetzt kurz abspeichern. Wir gehen einfach mal weiter. Lagune der Angst, ebenfalls im Wald der Träume. Ja, um den letzten Level zu betreten, muss man alle Käfige öffnen und wie man sich es vorstellen kann, wird natürlich jedes Spiel im Laufe des Abenteuers schwerer. Und spätestens nach Welt 4 ist tatsächlich bei mir schon Schluss. Beziehungsweise in Welt 4 ist schon bei mir Schluss. Das kriege ich schon zum Teil gar nicht mehr hin. Deswegen, ja, es wird interessant. Mal gucken, ob wir uns gut durchschlagen. Ich kann aber nichts versprechen. Hi. Bye. Käfig Nummer 1. Wir können natürlich auch nicht alle Käfige zu Beginn öffnen. Dafür fehlen uns auch noch gewisse Fähigkeiten, die wir erst später im Verlauf bekommen. Zum Beispiel kommen wir da links gar nicht hin, wo ich gerade eben war. Was willst du denn von mir? So. Ich zeig's nochmal. Und zwar hier. Dieses Ding da können wir leider noch nicht benutzen. Tut mir leid. Und da oben wäre halt natürlich ein Käfig. Deswegen, wir müssen später wiederkommen, wenn wir unsere ganzen anderen Fähigkeiten haben. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich glaube, die letzte Fähigkeit bekommen wir nach Welt 3. So. Und wie ihr seht, es scheinen immer auf magische Weise irgendwo irgendwelche Gegenstände, seien es Käfige, Monster oder solche Plattformen, wenn wir die bestimmte Stelle berühren oder dran vorbeilaufen, rumhüpfen, wie auch immer. Da gibt es solche Trigger-Momente, Trigger-Effekte, wo halt dann manche Sachen erscheinen. Deswegen ist es halt umso schwieriger, in manchen Gegenden zu überleben oder halt die Käfige zu finden. Wie gesagt, es wird spannend. Mal gucken, ob wir das zusammen hinkriegen. So. Und wir haben ein Leben bekommen. Und, oh, ein Boss. Ein Moskito.
Guck mal, da tun uns halt schon. Uah! Die Zehen klappern. Jetzt haben wir einen Schaden mitgenommen. Ja, ist nicht schlimm. So. Da ist er wieder. Jawohl, noch 2 Hitpoints und dann haben wir es geschafft. Machen wir es ein bisschen schneller hier. Einmal noch. Oh, er weicht aus. Aber jetzt konnte er nicht ausweichen. Ha, ha, ha. Oh, jetzt sind sie Freunde geworden. Das ist doch schön. So soll das sein. Okay, und jetzt fliegen wir ein wenig auf unseren neuen Freund. Ah, die Musik. Es ist so schön. Und für 1995, ja, es ist echt ein schönes und geiles Spiel für damals gewesen. War das nicht eins der ersten PlayStation-Titel? Ja, müsste eigentlich sein. Und wer hätte gedacht, dass Rayman tatsächlich so angesagt werden würde? Ich meine, es ist ein ganzes Franchise geworden, was hoffentlich irgendwie noch fortgeführt wird jetzt noch im Verlauf. Ich meine, Rayman Legends war jetzt tatsächlich das letzte, was wir bekommen haben. Und das ist jetzt halt auch schon ein paar Jährchen her. Also ich würde mich tatsächlich freuen auf ein neues Rayman. Und wenn es von mir aus auch ein Remake von dem hier oder von Rayman 2 ist. So, Hitpoint wieder aufgeladen. Jetzt geben wir gerade ein bisschen Gas hier. Und abbremsen, denn wir sind nämlich da. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Ich muss noch kurz hier Controller einstellen. Kann ich in den Analogmodus wechseln? Nee, ich kann nur mit den Richtungstasten spielen. Okay, dann spiele ich halt nur mit den Richtungstasten. Damals gab es noch keine Analog-Sticks, als das Spiel entwickelt wurde. Du bist mutig, Rayman, aber es reicht noch nicht. Jetzt bist du in der Lage, dich festzuhalten. Cool. Alles klar, zum Festhalten. Einfach an einer Klippe so ein bisschen an der Ecke sein und dann hält er sich automatisch fest. Yeah. Das wird uns auf jeden Fall sehr helfen. Wahrscheinlich den einen oder anderen Tod zu vermeiden. Aber warum sie uns nicht alle Fähigkeiten gleich am Anfang gibt, versteht auch kein Mensch. Okay, wir könnten theoretisch jetzt in die zweite Welt schon reisen, aber das... Nee, wir machen erstmal die erste Welt fertig. Sumpf des Vergessens. Da sind wir. Oh. Was? Was willst du? Das Ding da oben? Ja, von mir aus. Hier, bitteschön. Ach, das war dein Lampenschutz. Ah, okay, verstehe. Tarway-Zahn gibt Rayman ein magisches Korn. Zum Pflanzen von Blumen Kreistaste drücken. Das war aber nicht der typische Tarzahn-Schrei. Egal. Mit Kreis können wir jetzt Pflanzen in diesem Level pflanzen. Was wichtig ist, weil sonst werden wir von dieser todbringenden Welle getötet. Was nicht so geil wäre. Oh nee. Du schon wieder? Verschwinde. So, da ist noch ein Käfig. Den machen wir gleich auf. Ich glaube, hier in den zwei Leveln können wir tatsächlich alle Käfige schon öffnen. Ausnahmsweise. Da ist schon der nächste. Gibt's ja nur noch 4. Okay, weiter nach oben. Sonst werden wir trinken.
Da ist wieder eine Pflaume. Ui. So. Ah, wir sind noch zu weit oben. Jetzt. Und gut festgehalten. Ach, der schon, oder? Wir können ihn nur verletzen, während er seine Waffe putzt, nicht während er uns angreift. Aus welchen Gründen auch immer. So, das Leben nehme ich noch mit. Damit haben wir 13 und unser genommener Schaden hat sich auch wieder reduziert. Läuft gut für das Erste. Aber es kann sich sofort ändern, wenn wir nicht aufpassen.